Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier in Kakariko. Ich hoffe, wir werden ein paar Hühner durch die Gegend schmeißen, denn das macht die Hühner wütend und ich mag es, wenn Hühner wütend werden. Du auch, Steve? Ja, denn DSD-Steve mag es, wenn Hühner wütend sind. DSD-Steve, ja. Steve wird ab jetzt immer von sich hier in der dritten Person reden. Ja, DSD-Steve mag das. Das schaffst du sowieso nicht so 5 Minuten. Du hast gemeint, dir wäre irgendwas aufgefallen, was möglicherweise ein Bug sein könnte. Den Helden. Was möglicherweise einfach nur schlecht gemappt ist. Geh bitte mal nach... Pass auf, du siehst jetzt hier, dass die Treppe nach oben geht, ja? Ja. Bitte geh die Treppe hoch. Die Treppe geht auch wieder hoch. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und ja, das ist äußerst, bäuerisch oder keine Ahnung. Ja. Ich möchte ehrlich gesagt keine Bauern beleidigen, weil das würde irgendwie wehtun. Ja, ich gehe erstmal hier nach links. Du kannst Agrarwissenschaften studieren. Ja, ja, na klar. Ich denke, das sind alles Gegner hier. Leer. Ja, machen wir sie mal platt. Mal ab und zu ein paar Gegner töten soll, glaube ich, ganz gut sein, habe ich gehört. Wir müssen ja nicht viele töten. Ja. Ich werde dann irgendwann zwischen den nächsten Parts nochmal grinden. Am besten an irgendeinem Abend, an dem du mal was aufnimmst. Ja, ich muss wieder aufnehmen. Ich muss noch Parts bearbeiten. Ja, Parts bearbeiten ist auf jeden Fall mal wieder... Ja, Schnieke. Wahrscheinlich ist es sogar zutreffend zu dem Zeitpunkt, zu dem das ja ausgestrahlt wird. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wenn du einmal im Delay bist, dann, ja, ist es einfach dauerhaft so, ne? Ja, das stimmt. Das bei mir ist immer das Problem. Also entweder ich treibe wirklich dann noch 3 Parts pro Tag aus, oder ich habe ein Delay, dass nur jeden dritten Tag ein Part kommt, so ungefähr. Und hier liegen nur rote Rüben drin. Die mag ich nicht. Rote Rüben. Ja, so schlimm sind die jetzt auch wieder nicht, aber... Was ich nicht mag an roten Rüben, dass sie färben. Ja, das ist echt nervig, aber dann gut das machen. Oh, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich ins heilige Land. Hier stinkt es fürchterlich. Ich habe keine Lust, da reinzugehen. Dann müssen wir uns mal den Wölfen hier anlegen. Aber ich glaube, die Wölfe haben schon mächtigere Gegner gesehen als uns. Zumal unsere Protagonistin Roanne, die wahrscheinlich noch äußerst wichtig für die Story sein wird, ein bisschen underlevelt ist. Deswegen macht sie auch weniger Schaden mit dem Phönix. Ich muss ja auch unbedingt mal heilen. Ist irgendwie ein bisschen doof, dass wir jetzt gerade keinen Heiler mehr im Team haben. Und ich glaube auch irgendwie, es kommt auch keiner mehr zurück. Aber wir haben noch 99. Ja, ich weiß, wir haben 99 Gigakräuter. Das sollte eigentlich erstmal passen, weil 500 Trefferpunkte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir das erreichen, außer wir futtern echt eine Menge Obst. Was ist denn das? Sieht aus wie einer dieser Teleport-Dinger. Dieser Dreck funktioniert gar nicht. Oh Mann. Warum? Das werden wir wahrscheinlich später erst noch irgendwie aktivieren. Ach, bitte lege die Events nicht vor die Häuser. Danke. Das macht aber auch nur dieses Spiel so komisch, oder? Ich habe das tatsächlich auch noch nirgends anders gesehen, aber... Weißt du, dieses Spiel ist alt und damals haben Spiele eben seltsame Sachen gemacht. Ich meine, heute machen sie das auch noch, aber... Ja, nicht ganz so konzentriert. Okay, damit können wir scheinbar nicht interagieren, schade. Weißt du, was ich aber lustig finde, dass irgendwie viele andere Let's Player dann zu diesen Hexagrammen trotzdem sagen, huh, da ist ein Pentagramm. Ja, weil ihnen auch an Allgemeinbildung mangelt. Das fällt mir ziemlich häufig auf. Hier hat jemand einen Geldbeutel fallen lassen. Einen leeren. Oh. Ja. Das macht auch nur dieses Spiel. Okay, gut, solche Fake-Items gibt es auch in anderen Spielen und das ist auch in Ordnung. In anderen Spielen wird das wenigstens ausgewürfelt. Hier liegt ein Kraut. Ein Gigakraut, das haben wir wieder 99. Wow, was ist denn das da für eine Krabbe? Was hat denn die für eine Geschwindigkeit drauf? Hier steht bloß ein leerer Kübel mit einem Loch. Na los, kämpf gegen die Krabbe. Und einmal können wir ruhig mal gegen die Krabbe kämpfen. Panzerkrebs. Das klingt eklig. Nach einer gefährlichen Krankheit. Ja. Weißt du, das ist, wenn eine Schildkröte, der Panzerkrebs hat, ist das Panzerkrebs. Wow, die machen ordentlich Schaden, aber die stecken auch ordentlich vom Phönix ein, denn wir wissen ja, Wasser ist gegen Feuer anfällig. Hast du schon mal eine Krabbe gebraten? Ja. Ja, dann stirbt sie. Also eine Krabbe noch nicht, aber einen Hummer. Und vielleicht sollte man einfach, wenn jemand einen Krebs hat, ihn einfach verbrennen, dann wird er gleich geheilt. Den Krebs verbrennen, von innen heraus und was ist mit dem... Nee, ich weiß nicht, du kriegst einfach Öl über ihn, dann zündest du ihn an und dann hat er keinen Krebs mehr. Dieser Weg führt nach Karnes. Mercator liegt im Norden. Und ich glaube, wenn man ihn mit Öl übergießt und anzündet, dann lebt er danach nicht mehr. Oder was meinst du, Steve? Ja, aber er hat keinen Krebs mehr. Das ist die, ja gut, wenn du jemanden umbringst, dann
Nein, nein, man reinigt ihn. Mit dem. Oh. Haben wir dich endlich? Jetzt kommst du uns nicht mehr so einfach davon. Kennst du sie? Flüchtig, aber wieso sehen die eigentlich alle gleich aus? Oh Mann. Das ist wirklich Giga-Rassist. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich handelt es sich um das Trio von Remis. Ich wette, der Orden hat sie geschickt. Das klingt nach Endgegnern auch ernsthaft. Ich habe schon seit 5 Minuten nicht mehr gespeichert. Na toll, zuerst dieses sprechende Monster und dann das. Seid ihr nun fertig? Dann übergebt mir eure Kreatur, Hoheit, und es wird euch nichts geschehen. Hoheit? Warum? Das Hoheit wirkt so mega random einfach gerade. Nur über meine Leiche. Wie ihr wünscht. Er hat uns gerade eben Hoheit genannt, oder sie, beziehungsweise, ja gut. Ja, Jetzt bremmen wir mal Spells. Ja, mit denjenigen, die es können. Das Problem ist, sie hat zum Beispiel so extrem wenig Trefferpunkte. Und sie spammt sich erstmal irgendwas, um zu heilen. Wir konnten übrigens immer noch nicht einkaufen, möchte ich kurz anmerken. Wir konnten jetzt seit circa 10, 12, 14 Parts lang nicht mehr einkaufen. Wir konnten das letzte Mal einkaufen, wo du gegrindet hast, nur so nebenbei. Ja. Warum sollten wir auch einkaufen? Ich sehe schon, diese Ninjas halten mal wieder eine ganze Menge aus. Jetzt nicht übersteuern, Steve. Wirklich alles, aber nicht das. Vor allem Fleischkeule. Stimmt, die andere können wir nicht. Die andere können wir nicht im Kampf einsetzen, aber die schon. Ja. So, Volutheus. Würde ich übrigens so nicht machen. Als Tipp. Weil Kloppen sind, oder sind die schneller als wir, sind sie nicht schneller als wir? Hab ich gerade keine Ahnung, das werden wir raus. Aber wenn die schneller sind und die greifen noch den an, dann greifen zwei sie nicht an. Ja, egal. Bist du? Ja, ja. Ist im Rasen der vom so nicht gut. Doch, Steve, ist in Ordnung. Es war strategisch schlecht gespielt, ich muss das anmerken. Strategisch schlecht gespielt, spiele ich hier online gegen irgendwelche Leute oder was? Ich finde es nett, dass du mich auf den Fehler hingewiesen hast. Aber nein, ich möchte nicht dich darauf hinweisen, sondern ich möchte den Zuschauern zeigen, wie schlecht du spielst. Alles klar, danke, Steve. Keine Ursache, keine Ursache. Das muss ich anders machen. Er kann ja wenigstens noch nichts geben, wenn sie noch tot ist. Doch, dann muss ich erst machen. Aber das klingt ja eigentlich ganz gut. Sie bekommt was im Phoenix-Buch. Oh Mann. Was ist denn los, Steve? Wie lange haben wir nicht gespeichert? 5 Minuten? Ja. Ich schaffe das schon. Mach dir darüber keine Gedanken. Ich muss nur rausbekommen, wer hier schneller ist als wer. Ja, dann habe ich irgendwie strategisch schlecht gespielt. Ist mir egal. Das ist halt irgendein random Videospiel. Es tut mir leid, Steve. Meine Zuschauer, für diejenigen, die ein bisschen anspruchsvoller Rollenspiele spielen wollen, solltet euch vorher eure Party kurz angucken, ungefähr die Initiativwerte wissen, um dadurch zu wissen, wer schneller, wer ist langsamer. Das hast du noch nie gemacht! Könnt ihr viel optimaler kämpfen. Doch gerade im Spiel hast du das jemals überprüft. Das fällt dir nur auf, weil du gerade zuschaust. Ja, so könnt ihr unter anderem strategisch vernünftig kämpfen. Und wenn ihr das nicht tut, dann seht ihr ja, was bei rauskommt. Ich sag's euch, Leute, dieser DSD-Steve ist so ein verschlagener Hund. Ja, ich denke, Hund trifft's wirklich ziemlich gut. Solltest du vielleicht irgendwie... Wenn ich so Hundegeräusche mache, die Wahrscheinlichkeit, dass ich allerdings überstöre, liegt bei 99%, würde ich jetzt fei sagen. Nee, das kriegst du wirklich nicht hin. Dafür bist du nicht fähig genug. Ja. Irgendwie ist es anstrengender, als ich gedacht habe. Ach nee. Ja, ist schon in Ordnung. Das sind irgendwelche Super-Ninjas. Manchmal sind die auch... Was wolltest du jetzt sagen? Das sind Zähmer, keine Ninjas. Alter, das ist mir doch egal. Für mich sind das Ninja-Zähmer. Vor allen Dingen neulich konnten noch Zähmer ihn den Protagonisten komplett lahmlegen und so, ne? Pass auf, diese Typen, die kommen aus dem Nichts heraus. Die Typen haben sich bisher immer verhalten wie Ninjas. Ja? Oder was sind das für dich? Der Reißzahn trifft übrigens nie, ist ja schon mal aufgefallen. Wer trifft nie? Der Reißzahn. Alter, dann mach ich den eben nicht mehr. Jetzt wirst du aber gerade wirklich ein bisschen anstrengend, Steve. Er ist aufmerksamer Spieler. Wenn man verschiedene Skills ausprobiert, wird man gucken, wie gut. Kann aber nicht aufmerksam sein, wenn ich hier gerade ein Let's Play mache und so nervigen Typen wie dich im Hintergrund habe. Ah! Und treffen die etwas schlechter, ja, und dann könnt ihr entsprechend eure Strategie darauf anpassen. Ich fasse, glaube ich, meine Strategie auf dich an. Das
richtig derbe. Aber Steve, ich habe eine gute Idee. Gib mir mal TV und wir gucken mal, wie lange es dauert, bis dein Computer abkackt. Ja, das hat ja was mit meinen Skills zu tun. Außerdem kann mein Computer über 120 Grad Celsius in nur 5 Sekunden abkühlen. Ja, weil dein Computer defekt hat. Ja. Siehst du, die Typen sind überhaupt kein Problem. Ah ne, ich habe letztes Mal gespeichert vor 10 Minuten. Ja. Gefühlt schon wieder mehrere Stunden. Ich würde es jetzt finden, wenn der jetzt einfach random so wie Tornado kann, der irgendwie 300 Schaden auf jeden macht. Einfach. Nein, das kann er nicht. Das ist nur ein kleiner Ninja. Ninjas können solche Fähigkeiten nicht, okay? Oder hast du schon mal einen Ninja gesehen, der einen Tornado beschwört? Hey, ja. Warum stelle ich die Frage überhaupt? Ninjas sind eben für alles gut und eines der größten Trash-Klischees aller Zeiten. Auf jeden Fall, ja. Wir haben es überstanden. Hat nur 5 Minuten gedauert. Und wir bekommen ein Level up. Verflucht seid ihr? Beim nächsten Mal kommt ihr mir nicht mehr davon? Oh, das Bubu! Das war knapp. Ist hier wenigstens ein Speicherkristall? Was für ein Zeug? Also bitte, Steve. Aber weißt du, was ich jetzt benutze? Ein Zelt. Schön, irgendwie das Menü ist nur noch weiterhin eingeblendet war. Und wir haben kein Zelt mehr, siehst du das? Wir stehen halt einfach im Wald, im Regen und ruhen uns aus, im Stehen. Das ist bestimmt super gemütlich. Nein! Ach, sehr schön. Ich hab schon Angst gehabt. Ich auch. Ich hab schon Angst, dass wir uns angezogen haben. Puh, das wäre echt problematisch, ja. Ja. Wann dürfen wir eigentlich mal speichern? Irgendwann, wenn das Spiel vorbei ist, Steve. Irgendwann. Das hat auch gerade nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun, sondern einfach nur mit Gängelung. Nein, das ist Schwierigkeitsgrad. Wir haben doch gesehen, dass wir den Kampf problemlos schaffen, nur falls müssen wir ihn halt nochmal machen. Und ich meine, ja, wenn wir gegen irgendwelche Greifvögel verlieren würden, wäre das auch schon ziemlich bitter, oder was meinst du? Das kommt auf an, wie das Spiel gebalanced ist. Ich habe auch schon gegen Frösche verloren. Was, ein Helden? Nein, in irgendeinem Maker-Spiel. Aber ich habe den Helden schon gegen Frösche verloren. Und den Mystic Quest Legend haben wir andauernd gegen Frösche verloren. Richtig. Aber auch nur, weil die uns versteinern konnten. Weil die in der ersten Runde uns einfach alle versteinern konnten, als 3 Gegner waren. Oh, Ellen hat gerade Blitzschlag gelernt. Ellen ist echt ein mächtiger Magier. Ja, woher kann er das eigentlich? Ja, von Natur aus, weil er ein Mischling ist. Scherzkeks. Du stellst vielleicht Fragen. Hier sind auf jeden Fall Felder. Ja, das sieht so aus, als könnt ihr... Ach. Erstmal ein Event kommen. Du! Na, seid ihr auch schon endlich hier? Ihr habt euch verspätet. Sinas, was machst du denn hier? Hallo? Schon lange nicht gesehen, was? Du kennst diesen unheimlichen Typ da? Unheimlich? Sinas? Was meinst du? Er ist mein Freund! Moment, diese Kleidung. Du trägst die Kleidung der Blauen Garde. Was soll das bedeuten? Ist doch klar, er gehört zu den bösen Jungs. Ist er nicht der Hauptmann gewesen? Hey, jetzt mach mal Halblein, Kleiner. Gustav war doch der Hauptmann, den haben wir doch schon gekämpft. Ja. Den kennen wir doch schon. Aber das war ja auch schon klar, ne? Ja. Deswegen, aber er erklärt dir gerade Plot, dass er sich jetzt wahrscheinlich bei der Blauen Garde reingeschlichen hat. Ja. Jetzt mach mal Halblein, Kleiner. Du hast anscheinend noch immer nicht begriffen, was Sache ist. Hier geht es nicht um Gut oder Böse, Leben und Tod. Hier geht es nur allein um dich, denn du bist der Protagonist dieses Spiels. Ja. Dann ist es also wahr. Ich hatte es schon befürchtet, als ich ihm am Brunnen das erste Mal begegnet bin. Aber woher weißt du das? Wieso glaubst du wohl, trage ich diese Uniform? Ich habe mich im Auftrag der Gräfin in ihre Armee eingeschlichen und mich als einen Hauptmann namens Krewitz ausgegeben, dessen Identität ich leicht übernehmen konnte, nachdem er unglücklicherweise verstorben war. Ich sollte mich ins Hauptlager der Blauen Garde schleichen, das sich laut eines Informanten in Remis befindet, um mehr über mögliche Angriffsziele in Erfahrung zu bringen. Angriffe? Die haben doch nicht vor, nach der langen Zeit des Friedens ohne Grund uns anzugreifen. Wie können die das nur machen? Leider doch. Ich habe es zuerst auch nicht für möglich gehalten, doch in den 2 Monaten, die ich bei der Armee verbracht habe, erfuhr ich mehr als mir lieb war. Leider wurde ich plötzlich nach Endor geschickt. Oh, um mich dort mit Evox anzufreunden und einem Gerücht nachzugehen. Du kannst dir ja vorstellen, was in mir vorging, als ich erfuhr, dass du aus Lesatron was?
Sind wir jetzt bei Transformers oder wie? Lasertron! Geflüchtet bist und wir dich aufspüren und gefangen nehmen sollen. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Es tut mir leid, dass ihr euch Sorge um mich machen musstet. Ich möchte jetzt aber nicht darüber sprechen. Sag mir lieber, wieso du mir nichts darüber gesagt hast, dass du dich auf eine Außenmission begeben hast. Ich dachte, du wärst nach Karnes zurückgekehrt, um dein Studium endlich abzuschließen. Woher kommt eigentlich plötzlich dieser ganze Hintergrund? Ah, Mann, ey, die beiden müssen ja sich ja erstmal wirklich... Oh, wir haben uns seit ein paar Jahren nicht gesehen. Wie weiß ich denn? Alles aussaugen. Aber wirklich alles. Es ist gerade wie eine Soap hier. Ja. Ja, und dein Studium. Und was macht eigentlich deine Freundin? Und ja, bist du eigentlich noch mit Lisa zusammen? Oder hast du ja endlich gesagt, dass du nicht liebst? Du bist jetzt mit Roseanne zusammen. Ja, wieso hast du mir darüber nichts gesagt? Ich dachte, wir sind ein Paar. Diese Mission war streng geheim. Nur deine Mutter wusste... Oh Mann. Ich sollte echt aufhören mit diesem Foreshadowing, aber dieses Spiel ist einfach zu berechenbar. Diese Mission war streng geheim. Nur deine Mutter wusste darüber Bescheid und sie hat mich gebeten, dir nichts darüber zu sagen. Ich konnte ja nicht wissen, dass du plötzlich so Dummheit begehst und dich in Gefahr begibst. Ebenso war ich nicht darauf gefasst, dass dir diese Kinder helfen wollen und dich von der Blauen Garde schnappen lassen. Du kannst dir vorstellen, dass ich unmöglich meine Identität preisgeben konnte und deshalb so hart durchgreifen musste. Ich nehme an, bei dieser Befreiungsaktion warst du auch beteiligt. Du und dieser Möchtegern-Held hier. Zum Glück habe ich ihn vor der Blauen Garde gefunden. Wer weiß, was sie mit ihm angestellt hätten. Moment mal, wovon redet dieser Kerl und du da? Ja. Die Reaktion eines Spielers perfekt eingefangen. Wieso sollen die hinter mir her sein? Ich habe doch nichts getan. Ich laufe einfach nur nackt durch die Gegend, schon seit mehreren Wochen. Hast du immer noch keine Ahnung, dass du nicht das bist, was du sein scheinst? Was? Doch, er weiß es. Er wusste es sogar schon, bevor wir uns begegnet sind. Ich habe ihm nur nichts über meine Vorahnung erzählt. Dann sollten wir besser nicht hier darüber reden. Ich habe gehört, dass deine Mutter sich zurzeit in Mercator befindet. Jetzt, wo meine Tarnung aufgeflogen ist, kann ich mich endlich wieder frei bewegen. Wann ist denn seine Tarnung aufgeflogen? Jetzt in dem Moment, als sie ihn getroffen hat. Denn sie würde es logischerweise jedem erzählen. Weil, ich meine, er hat doch gegen uns da ganz normal gekämpft vor den anderen Soldaten. Also, er hat doch seine Tarnung bewahrt. Meine Mutter ist also hier. Ob sie wütend auf mich sein wird? Warum? Möglich, aber eher wohl auf mich als auf dich. Und selbst wenn, würde es sowieso nicht zeigen. Dafür ist sie viel zu sanftmütig. Wir sollten sie aber nicht zu lange warten lassen. Keine Sorge, ich bin in guter Gesellschaft. Wir kommen danach. Wie du willst, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Er scheint sich auf jeden Fall blind mit ihrer Mutter zu verstehen. Ja. Das ist, das sehe ich tatsächlich auch selten in einem Spiel so, aber na gut. Ich weiß noch nicht, was das Ganze soll, aber hätte er wenigstens sich sagen können, wo sich genau die Gräfin befindet. Und die Spinne. Ja, das ist witzig, oder? Vor allem, dass es hier in dem Spiel gibt es eine Gräfin. Und in dem Spiel, die Gräfin und die Spinne, gibt es die Illyria, ne? Oder Illyria, oder wie auch immer die heißen, ne? Ja. Keine Sorge, ich weiß, wo sie ist. Mein Onkel Jens. Ja, genau. Bestimmt ein Real-Life-Insert. Oder Jens hier war damals schon in den Maker-Foren unterwegs und das ist eine der ungewollten Gastrollen. Oder gewollten Gastrollen. Ja, genau, das ist auch noch eine Möglichkeit, ja. Keine Sorge, ich weiß, wo sie ist. Mein Onkel Jens lebt hier. Du musst nur immer Richtung Norden gehen. Immerhin meinte Jens hier schon, dass er seit 10 Jahren lang Trash-Games erstellt hat und jetzt weiterhin Trash-Games. Ich bin mir auch recht sicher, dass Jens ja eigentlich auch schon von damals kenne, als ich das erste Mal in dem Forum war. Wir wohnen immer mit dem Namen Candison. Das ist aber eine sehr kleine Hütte. Das ist keine wo Hütte, das wir, ist... Wo können wir speichern? Die Tür ist zu, ich komme da nicht rein. Was für ein Zeug? So was kann man in dem Spiel nicht, Steve. Möglicherweise hier in dieser Stadt. Wir suchen direkt erstmal nach einer Kirche. Eine Highland Quest, Zoom. Wow, Mercator ist ja riesig. Aha, indem wir diese eine Straße. Ja. Sind. Dies ist doch nur ein Teil von Mercator, den du da siehst. Die Stadt ist in drei Bezirke unterteilt. Dies dient zum Schutz der Bewohner, falls Mercator je angegriffen werden sollte. Ist das nicht eher problematisch? Ja. Bisher war das aber nie der Fall. Sei also unbesorgt. In der Stadt sind wir sicher. Außer wir werden angegriffen. Dann habe ich keine Ahnung, weil das passiert, weil das ist ja noch nie eingetreten.
Geschäftsladen. Guck einfach mal nach einem kirchenähnlichen Gebäude. Genau. Das sieht irgendwie nach einem Bürgermeister. Nee, Hotel ist das. Hotel könnte man auch eventuell drin speichern können. Du hast recht. Moment, das hat das Spiel bisher noch nie etabliert. Einmal konnten wir es schon. Okay, du hast recht. Na gut, dann hat Steve diesen Part ausnahmsweise mal gewonnen, aber im nächsten Part wird er das auf jeden Fall nicht tun. Das verspreche ich, so war ich Let's Play Retro heiße. Und damit verabschieden wir uns für heute mit dieser kleinen, amüsanten Episode von Let's Play Helden und wir würden uns über einen netten Kommentar einen Daumen nach oben freuen. Und die Spannung packt uns auf jeden Fall. Was wird passieren, wenn wir auf die Mutter unserer, wie heißt er noch gleich, Juane treffen? Und schreibt doch mal in die Kommentare, welche von Let's Play Retro Strategien am schlechtesten waren in diesem Part. Wahrscheinlich so. Würde uns wirklich interessieren. Ey, das war einfach nur die eine Runde, du kleines Piece of Bullshit. Tschö, tschö.